Die armen Seelen. Aha, es sind einfach hier nur so... Tja, vielleicht waren das mal Räume, aber die sind alle vom Seelensand geflutet. Wahrscheinlich von den ganzen Seelen, die hier draufgegangen sind, als die Lohen und anderes Gesocks hier gefuhrwerkt sind. Oh, da haben wir ja wieder eine. Komm du mal durch das Feuer. Ich bin die nächste. Ja, ich würde fast sagen, wir beenden hier unseren Ausflug ein kleines bisschen. Ja, das ist ja nicht so toll hier. Okay, hier geht es ja eh nicht so richtig lang, weil da das Ganze von der Lava geflutet ist. Vielleicht werden wir da oben mal zustöpseln. Hä? Irgendwie so zustöpseln zumindest, dass hier die Lava nicht mehr runterkommen kann. Ah, heißer, heißer Walpurgisnacht. So, das lassen wir hier. Ich hätte schon ganz gerne noch irgendwie sowas gefunden wie, ich habe nur keine Pfeile. Doch, einen noch. Einen. Das ist doch viel zu wenig. Wie ist denn das mit den Lohnspawnern? Kann man den irgendwie ausschalten, indem man da Fackeln draufsetzt? Genau wie das bei anderen Spawnern der Fall ist. Ach, ich muss hier einfach hin. So. Wo ist die eine Lohe hin? Ich habe keine Ahnung, was das hier für Skelette sind. Oh, da ist ja... Die sind doch auf der anderen Seite, ne? Da die Lohen... Nee, hier ist mir zu gefährlich. Oh, da schiebe ich wieder Panik. Auf jeden Fall. So, ich gehe mal hier entlang. Und jetzt, vorsichtiger Blick, hier und hier. Da ist Ende. Okay. Dann nehmen wir diesen hier. Wow, da hinten ist auch noch mehr Nethergestein. Da geht es jetzt wieder nach oben, Trepp rauf. Aha. Boah, erstreckt die sich weit. Diese Festung. Hm. Gut, gut. Dann einmal hier rauf. Ich höre schon wieder. Ich höre schon wieder welche. Da sind sie. Da sind sie da oben. Was machen die jetzt? Kommen die jetzt hier runter? So geht das nicht, Ridger. Du musst dann schon deine zweite Waffe auch schon wieder ausrüsten, weil das erste Schwert ist schon fast kaputt. Können die von da oben runterschießen? Ach, da brauche ich also... Ah, Hilfe, Hilfe! Nein, Hilfe! Oh, scheiße, scheiße, scheiße! Oh. Okay, die gehen so kaputt. Wow. Wow. Oh. Wie viele Lohen schießen denn jetzt hier auf mich? Boah, die Geräuschkulisse. Ah, mein Herz, mein Herz. Ich gehe erstmal wieder zurück. Das ist mir hier so gefährlich. Na ja, und euch gefällt's hier, ja? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Der verfolgt mich jetzt hier auch noch. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ich bin total schreckhaft. Und es könnte durchaus passieren, dass ich euch versehentlich einen drüber gebe. Mhm. Und dann kriege ich einen drüber. Aber so richtig. Aber so richtig. So, bis da... Die schießen hier auf mich. Warum sehen die mich denn überhaupt? Ich muss jetzt nochmal nachgucken, wie das denn jetzt hier oben aussieht. Da ist der Lohnspawner. Okay. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ja, ihr schießt da auf mich. Das ist ja fein. Das ist ja fein. Okay, da ist sie rausgekommen. Und zack, 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 zack. Runter mit dir. Das ist die nächste. Ah, toll. Das ist ja ganz toll. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich mich hier blöd eingesperrt selber. Oh, toll. Das ist ja großartig. Das ist ja großartig. Hilfe, 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 Hilfe. Ich mache das jetzt erstmal so. Hm, ich
Ich glaube, ich mache das hier oben zu. Dann ist die Geräuschkulisse nicht so heftig. Und notfalls, wer auch immer hier kommt, na, jetzt könnt ihr euch, könnt ihr schießen, so viel ihr wollt. Ich habe keine Pfeile mehr. Mann, 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 Mann. Das ist aber doof. Das ist aber doof. Ja. Setzt mir hier doch auch alles in Brand. Ich brauche einen guten Plan. Ich brauche jetzt einen guten Plan. Die machen ja alles kaputt. Ich meine, glücklicherweise wird es alles nur in Brand gesetzt. Oh, da ist die nächste. Ach toll. Die sollen hier doch nicht alle rauskommen. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ach, ich habe eine Idee. Wir machen hier erstmal zu. Ich setze mir mal eine Fackel hier hin, damit ihr auch was sehen könnt. So. Ich bin im Herzen des Feindes. So. Oh. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Eigentlich wollte ich hier jetzt zumachen, sodass ihr hier nicht mehr runterkommen könnt. Ob ich das wohl hinkriege? So. Perfekt. Müsste doch eigentlich so gehen. Ein bisschen. Oh Mann. Ob sie mich noch nicht gesehen haben? Hallo? Guck. Ich will nicht mehr. Ich habe Angst. Was machen wir denn jetzt? Oh, wir haben schon alles hier in Brand gesetzt. Ich hatte gerade Angst, dass hier irgendwie die Lava jetzt hier runterkommt. Ach du Scheiße. Die kommen auch noch so rauf. Habe ich denn hier wenigstens geschafft zuzumachen? Ja, da kommen jetzt also keine mehr raus. Das heißt, wenn ich es irgendwie schaffe, die paar Heimchen, die jetzt hier noch sind, irgendwie zu töten. Hallo? Dann sollte ich hier meine Ruhe haben, oder? Hallo? Hallo? Och Mann. Wie machen wir das denn? Hier wieder zu. Hier einmal auf und dann gib ihm. Bam, 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 bam. Du und du auch noch. Und was ist mit denen da hinten? Warum ist hier... Au, ich brenne. Hilfe, 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 Hilfe. Oh nein, ich brenne. Oh, es hat aufgehört. Oh. Ja, wo geht's denn hier überhaupt runter? Also eine Fluchtmöglichkeit hätten wir. Okay, wir werden es schon schaffen. Wir werden das schaffen. Ich bin zuversichtlich. Da hinten ist noch eine. Oh, ich brenne schon wieder. Ach. Gott sei Dank habe ich genug zu essen dabei. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Weg mit dem Feuer. Es macht mich so nervös. Wenn ich jetzt noch mal... Wie konnte die mich denn hier jetzt erwischen? Scheiße. Nein, nicht sterben. Okay, ich muss warten. Ich muss leider warten, bis mein Leben sich hier soweit wieder regeneriert hat. Da führt kein Weg dran vorbei. Was ist passiert? Oh nein, 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 da ist ja eine, da ist eine. Oh, hau ab, du Viech. Hau ab. Boah. Wie ist sie denn hier rausgekommen? Wie komme ich jetzt wieder hier rauf? Ah, in Ordnung. Die ist hier irgendwie... entwischt. Die ist hier wahrscheinlich einfach außerhalb gespawnt. Machen wir das mal so. Die Wände ein bisschen dicker. Vielleicht spawnen die dann jetzt hier nicht mehr. Mann! Ich wollte doch meine Ruhe haben, damit ich hier in Ruhe wieder... Ich könnte mich überhaupt hören. Also ich muss es nachher ganz schön doll bearbeiten. Die Geräuschkulisse hier ist einfach zu hart momentan. Und leider... kommt mein Leben hier wirklich gar nicht rein. Warum denn nicht? Wieso dauert das denn hier so lange? Au. Und ich kriege hier auch immer mal wieder Schaden. Ich weiß nur nicht wie und warum. Ja, vielleicht sollte ich mir doch schon mal hier den Fluchtweg bereithalten, oder? So. Nur für den Fall der Fälle. Okay, okay. Starten wir einen neuen Versuch. Ja, 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 schießt ihr nur mal. Ach du Schande, da ist auch noch ein Gang. Da ist auch noch ein Gang, den mach ich zu. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. In alle Richtungen. Sie schießen hier in alle Richtungen. Bumm, da ist schon mal zu. Und du da, da war doch eine... Oh, 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 warum brenne ich denn? Warum brenne ich denn?
Welches Schwein hat mich hier jetzt in Brand gesetzt? Du warst es, ne? Ja, ich sehe das schon. Oder ist da noch einer? Wieso kommt die denn hier nicht raus, Verdorri nochmal? Wieso kommt die hier nicht drauf? Weißt du was? Ich sperre dich hier gleich ein. So. Dann kannst du hier kommen, wie du willst. Leck mich. So. Und was ist mit euch da hinten? Da sind mehrere irgendwie noch, ne? Boah, durch die Wand schießen die hier jedes Mal mittlerweile. Die sind so doll auf Aggro. Ach. Ja, und jetzt ist da draußen irgendwo auch noch ein Ghast. Es sind richtig viele. Ich sperre die einfach auch ein. Okay. Ich merke mir einfach, hier hinter ist wieder ein Lohnspawner. Dahinter. Das machen wir zu. Ach nee, geht nicht, weil ich hier eine Fackel reingemacht habe. Egal. Lassen wir die Fackel sein. In Ordnung. Hier oben ist noch ein Spawner. Die Geräuschkulisse wird mir außerdem auch den Weg weisen. Ich mache das hier einfach zu. Das ist mir echt ein bisschen zu heavy hier jetzt gerade. So, perfekt. Perfekt. Ein niedliches kleines Separi. Und ich verlasse es jetzt. Au. Oh, du Schande. Wieso sind denn hier auch welche? Wieso sind denn hier auch welche? Ja, stirb, stirb. Und ich auch. Nicht sterben, nicht sterben. Halbes Herzchen hatte ich noch. Ich muss ganz schnell was essen. Ich war jetzt in so einer Art Schockstarre. Also, ich habe jetzt nur noch ein halbes Herzchen gehabt und habe nicht gescheckt, dass ich kein Leben regeneriere, weil ich Hunger habe. Oh Mann, bitte, 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 bitte. Nicht hier runterkommen, ihr Fieslinge, und auch nicht hier unten spawnen. Das fände ich ehrlich total uncool. Wow. Naja, gut, irgendjemand schießt hier immer noch auf mich. Glücklicherweise scheine ich hier momentan sicher zu stehen. So, 4,5 Herzchen, das ist doch schon mal wieder was. Meine Güte. Ich packe hier aber auch mal so... Ach so, da hinten, da ist er. Da ist der eine, die Hanswurst. Hört ihr? Oder hört you? Es leckt. Und da hinten sehe ich ein Viech. Toll. Ganz toll. Schon wieder einer, der irgendwie ausgebrochen ist und... Mhm. Komm du hier rüber einfach. Da muss ich dich nicht auf offenem Felde bekämpfen. Muss ich doch. Oh Gott sei Dank sind die nicht so haltbar. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Es hat mich vergiftet. Es hat mich vergiftet. Hilfe! Was zum Teufel ist passiert? Ja. Ich kann gerade gar nicht reden. Es ist so spannend hier. Ah, wieder mal ein Beweis dafür, dass Minecraft ein Horrorspiel ist, oder? Was war das für ein Vieh? Was hat mich da gehauen? Habe ich irgendein Loot von dem? Nein, habe ich nicht. Hallo? Hallo? Es hat einen Knochen gedroppt. Jö, ein toller Knochen. Und jetzt? Da ist noch so einer. Er hat mich gesehen. Was bist du? Was bist du? Es sieht aus wie ein Kohleskelett. Da hinten ist wieder einer, der schießt auf mich. Ich mag nicht mehr. Und da oben tropft die Lava runter. Es ist eine ziemlich große Festung. Es ist eine ziemlich gefährliche Festung. In der letzten Festung, in der ich war, gab es einen Lohnspawner. Der stand so, dass ich ganz bequem alle Lohn abmurksen konnte, die irgendwie mir über den Weg gelaufen sind. Sind da mehr als einer draußen? Nee, es ist nur eine Lohe. Und hier solche schwarzen Skelette habe ich überhaupt noch nie gesehen. Noch nie nicht. Noch nie nicht. Oh, da ist noch so ein Skelett. Die vergiften echt. Die vergiften. Au. Au.
Überhaupt, Skelette mit dem Schwert habe ich noch nie gesehen. So, hallo? Geh jetzt mal nach hier oben. Hier ist noch so einer. Guck, guck. Drop doch mal so ein Schwert, was du hast. Finde ich viel besser. Ist das hier oben gewesen? Der Loon-Spawner, den ich über... Oh, das ist... hier ist auch noch eine Lohe irgendwie drin. Wieso denn? Hallo? Du Lohe? Oh, hier sind zwei Lohen. Ich bin ehrlich ein bisschen baff, dass die hier überhaupt spawnen, weil... Lohen, die... Die hier auf freiem Felde spawnen, habe ich niemals, noch nie gesehen. Never. Oh. Eine ist down. Ich glaube, es ist nur noch eine, ne? Dich. Genau. Oh, meine Güte. 5 Lohen habe ich jetzt hier schon. Lohenstäbe. Und er verhöhnt mich hier oben. Ja, super. Okay. In Ordnung. Das heißt, hier muss ich leider immer wieder damit rechnen, Lohen zu begegnen. Da hinten... Was ist denn das? Was ist denn das? Oh. Was ist denn das? Moment. Da müssen wir mal eben hier dafür sorgen, dass wir nach da hinten kommen. Was ist denn das für ein Viech? Ja. Ich bin hier noch relativ unbedarft bei manchen Sachen im Nether, weil wie gesagt, eigentlich ist mir das immer zu anstrengend hier für meine Nerven. Deswegen gehe ich nur meistens durch den Nether, um mal schnell irgendwie eine Strecke zu überbrücken. So, ist das ganz, die ganze Lava mal weg. Super. Dann machen wir Fackeln hin, damit ich sehe, dass ich jetzt hier auch mal reingegangen bin. Eine Lohe haben wir da hinten ja noch. Und was sonst noch? Und ewig maulen die Lohen. Ansonsten ist hier nichts mehr. Schade. Ah, shit. Ah, er hat mich in Brand gesetzt. Die Saudi. Komm rauf hier. Komm schon rauf hier. Los doch. Komm. Ach, und jetzt, wo ist er? Bis nach da unten geflogen. Toll. Tolle Wurst. Da drüben ist jetzt auch keiner mehr. Deswegen bin ich doch hierher gegangen. Aber wenigstens wissen wir, dass hier keine Truhe steht. Genau, Truhen. Ich warte nämlich noch die ganze Zeit auf Truhen. Es müsste hier noch jede Menge Truhen geben. Hm, okay, da waren wir. Dann nehmen wir jetzt eben diesen Gang. Oh, was essen. Unbedingt was essen, ja. Ah, was haben wir denn da? Da ist ja einer von denen, die ich da gerade in der Entfernung gesehen habe. Ob der mich gesehen hat? Was bist du? Hey, was bist du denn? Ja, hüpf mal hier rüber. Der Feuer, der spuckt bestimmt Feuer. Bumm. Nein, doch nicht. Oh, und der ist ganz schnell kaputt gegangen. Das war aber einfach. Oh, hier haben wir so ein Becken mit Lava. Wir sind hier gewesen. Peng. Peng. Eine Lohe. Was auch sonst? Komm, schieß mal den... Ja, schieß ihn an! Er soll die Lohe jetzt angreifen und all seine Kumpels auch, bitte. Hm. Mann, wie schade. Okay, hier ist nix. Hier anscheinend auch nicht. So, dreimal reicht anscheinend. Dreimal draufhauen reicht. Perfekt. Die hätten wir weg. Da geht's Trepp ab. Mit ein bisschen Glück. Hoch. Mit ein bisschen Glück finden wir da auch Netherwarzen. Also diese Pilze, die ich meinte. Hm. Gerade nicht. Oh, ja, okay. Okay, okay, okay. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde mich jetzt hier unten erstmal verschanzen. Hier unten. Es leckt gerade eh ein bisschen. Stellen wir mal hier 2 Fackeln auf und starte von hier aus die nächste Erkundung hier dieser Netherfestung. Ich gehe sowieso davon aus, dass das hier jetzt wieder 2 Folgen sind und ich die teilen muss. Insofern, oh, schön, dass ihr mit mir durchgehalten habt. Es gibt mir immer ein gutes Gefühl zu wissen, dass da irgendwie jemand noch ist.
Wir sehen uns die Tage wieder zur nächsten Folge Let's Play Minecraft. Macht es gut, ihr Lieben.